die Reihenfolge der Suchergebnisse bei Google, das sogenannte PageRanking, ist natürlich nicht zufällig. Google hat hier ausgeklügelte Algorithmen entwickelt, die diese Reihenfolge festlegen. Ein entscheidendes Kriterium ist, wie viele andere Seiten auf dieses Angebot verweisen und vor allem, wie wichtig jene Seiten selber sind. Daneben gibt es aber auch noch andere Faktoren, zum Beispiel werden aktuelle Trends beobachtet, also was andere User gerade interessiert, das hat dann auch für mich einen größeren Stellenwert oder allenfalls auch, ob es jemanden gibt, der dafür bezahlt, dass eine solche Seite weiter oben erscheint. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass nicht alle Leute dieselben Informationen sehen. Das PageRanking hängt zum Beispiel auch davon ab, wo du suchst, denn es werden die Informationen, die in dieser Umgebung eine größere Bedeutung haben, natürlich stärker gewichtet. Und wenn du angemeldet bist mit deinem Google-Account, werden natürlich auch deine bisherigen Suchanfragen oder deine Interessen stärker gewichtet. Das sieht man jetzt sehr gut bei diesem Beispiel. Ich suchte nach Trump und hier ist zuoberst ein Artikel von Blick, anschließend kommt Spiegel und wenn ich jetzt einen anderen Browser öffne, bei dem ich mit meinem Google-Account angemeldet bin, so siehst du, ist diese Blickseite erst an dritter Stelle. Google weiß offenbar, dass ich nicht gerade viel von Blick halte.